Ganz herzlich willkommen geheißen. Mein Name ist Hans Spiegel, ich bin evangelischer Pfarrer in Mistelbach in Niederösterreich. Heute ist Palmsonntag und ich wollte Ihnen einfach ein bisschen was zeigen. Auch wieder ein Stück Medienthema: veröffentlichte Kirche und echte Kirche. Okay? Palmsonntag gibt es Palmprozessionen und da zeige ich Ihnen jetzt etwas aus Mariazell, ist eine römisch-katholische, ist nicht antirömisch-katholisch gemeint, wird es in evangelischen Gemeinden auch geben und schauen Sie sich doch bitte schon einmal so einen winzig kleinen Ausschnitt aus der Palmsonntagsprozession an. Also da merkt man so richtig den Jubel, oder? Da hüpft die Energie raus aus den Leuten, es ist ein Wahnsinn. Also der Kameramann hat ja kaum mehr die Kamera halten können. Jetzt zeige ich Ihnen, wie das in der winzig kleinen evangelischen Pfarrgemeinde in Mistelbach aussieht. Ja, so sieht's aus. Die Kirche ist eigentlich voll. Es haben sich die Hälfte der Kinder irgendwie verdrückt. Die sind da hinten im Dunkeln geblieben, weil jubeln ist was Schönes, aber dann waren da so viele Erwachsene, wir wissen das nicht. Und das ist das, was mir taugt. Das ist Kirche real. Das sind ein paar Leute, die engagiert sind, dann viele Leute, die jetzt schon zu alt sagen, ganz ehrlich gesagt, sich da noch viel einzubringen, oder denen taugt es. Wir hatten dann noch auch eine Taufe drinnen, Tauflied gesungen, und in dem Moment, wo wir das Tauflied zu singen begonnen haben, da den Kindern die diversen Musikschlaginstrumente nicht abgenommen worden sind, haben die auch volle Bulle zu spielen begonnen. Da hast du dann richtig gemerkt, wie die Gemeinde kurz still ist, einatmet und sagt, durch, einfach durch, wurscht, egal wie die klopfen und triangeln und wo weiß ich, was da alles da war. Die haben einfach schön ins Wasserfeld einen Stein gesungen, ohne irgendwelche Rücksichtnahme. Eigentlich ist es verwunderlich, dass Leute noch in solche Gottesdienste, die ich irgendwie gestalte oder auch einfach fließen lasse, kommen. Aber sie kommen. Sie kommen, wie Sie an den Bildern vielleicht sehen, für heutige Verhältnisse in gigantischem Ausmaß und sie tun mit und sie freuen sich. Denn das ist echte Kirche. Echte Kirche ist immer klein. Echte Kirche ist nie prächtig. Echte Kirche kann wirklich großen Ton zusammen. Echte Kirche besteht aus Kindern, die einfach den Kirchraum und Gottesdienst erleben als einen Raum der Freude, wo sie auch umrennen dürfen und da tut sie was und es geht schon weiter. Die bleiben uns nämlich dann, die wissen, dass Kirche und Gottesdienst guter Ort und gute Zeit ist. Ja, das wollte ich Ihnen nur einfach mal ganz kurz zeigen. All diese veröffentlichten Bilder von meistens älteren Herren, die sehr gut geschminkt auch noch sind, professionellst gefilmt werden mit tollen Tondingsbums und alles schaut total super aus und es schaut so super aus, dass es absolut keine Lebensrelevanz hat. Christus ist Mensch gewordener Gott und deswegen hätte er wohl auch Spaß gehabt an diesem Gottesdienst mit rumlaufenden Kindern, die nicht ganz genau wissen, worum es geht, aber die auf jeden Fall
wirklich jubeln und tun und machen. Und die wissen, da ist jetzt irgendwas, ohne genau zu wissen, was. Das ist die menschenfreundliche Kirche des menschenfreundlichen Gottes. Uns allen eine gesegnete Karwoche.